So Leute, ich muss leider vorweg sagen, dass die Aufnahme nicht so ganz gelungen ist. Irgendwie sind immer wieder Ruckler in der Aufnahme. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß und die nächsten Aufnahmen werden auf jeden Fall wieder ruckelfrei kommen. Also jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. So, meine Kartoffelfreunde, und willkommen zu einer weiteren Folge The Evil Within Let's Play Penis und so. Wir sind ja letztes Mal da oben hier hängen geblieben in dem Käfig. Und ja, jetzt geht's weiter. Und zwar sieht das hier wieder nach einem Kampf aus, denke ich mal. Ich hoffe mal, dass wir nicht auf die Fresse fliegen. Und nicht auf die Fresse kriegen. Schnell! Oh, diesmal zwei Sachen hier drin. Und was haben wir hier unten? Noch mehr Munition. Was haben wir da unten? Ah, hallo? Ah, Schleimi. Ich denke mal, wir müssen da oben jetzt diesen Reaktor da aktivieren. Ich hoffe zumindest, dass wir das. Ich hoffe, da kommt nichts Böses bei raus. Das hast du benutzen. Jetzt muss ich. Ah. Oh, bitte nicht. Ich sehe schon kommen, da kommt irgendwas Böses bei raus. Oh nein. Wie viele auf einmal, ja, muss das sein? Ohne Scheiß. So. Die beiden sind schon mal weg. Oh mein Gott, Shotgun, Shotgun, Shotgun. Und du fällst wieder runter. Okay, der andere ist da hinten, den kriegen wir aber, denke ich, auch, ne? Mit dem Explosionsbolzen. Oder wir kümmern uns einfach um den. Warum explodiert er nicht? Ah, okay, der konnte nicht auf der Dingens explodieren. Dann haben wir hier. Eins. Zwei. Was haben wir noch so hier? Schockbolzen. Guck mal hier, du wirst dadurch auch verrecken. Und ich glaube, der wird noch ein großes Problem jetzt. Oder ist er schon tot? So, der da oben wird auf jeden Fall jetzt verrecken. So, du bist tot. Du wirst jetzt verbrennen und sterben. Scheiß Generator, aber den. Ach stimmt, den brauchten wir ja, um da durchzugehen. Genau, so. Ah, du bist tot. Drops natürlich nichts, das war ja wieder klar. So. Dich haben wir. Ja, dass wir da nicht durchkommen, ist mir klar, aber dafür werde ich jetzt keine Kugel verbrauchen. Wieso sollte ich denn bitte schön eine Kugel dafür verbrauchen, um durch diese Tür zu gehen? Ich bitte euch. Please. So. Weiter geht's. Den haben wir ja schon hier oben vernichtet. Okay, warte, was war das jetzt eben? Ach, nur um hochzuklettern, okay. Schade, ich dachte, der hat was gedroppt. Ich habe die Webcam übrigens ein bisschen kleiner gemacht, damit das hier nicht allzu gigantisch und viel Platz wegnimmt. Ich glaube, wir müssen den aktivieren. Dann können wir da rein. Oh, das sieht aus, als ob wir hier irgendwie in dem Fahrstuhl gleich schießen müssen. Oh, ich habe ein ungutes Gefühl. Eins. Zwei. Komm schon. Oh, ey. Noch langsamer kann man nicht fahren, oder? Was ist das denn für eine Scheiße hier? Du bist auch tot. Was liegt vor uns? Ja, was soll mir das jetzt sagen? Oh mein Gott, ich glaube, wir müssen den irgendwie anders. Bevor er uns da erschießt, blenden wir die mal lieber. So, dann können wir hier. Du fällst da runter. Ja, stirb. Stirb, stirb. Du hast. Oh, ja, genau. Wie soll man das ja denn überleben? Oh mein Gott. Heikle Angelegenheit. Eins, zwei, drei. Komm schon, einer geht noch. Vier. Gut, der stirbt immer noch nicht. Komm schon. Du stirbst. Du wirst auch verrecken. Wir haben noch ein bisschen Blendmunition hier. Zack.
Vielleicht sollte ich mir mal die erste Kieferkoffer reinpfeffern. Dann überleben wir bestimmt noch, bis wir da sind. Oh Gott, was ist das? Oh. Komm schon. Fuck. Oh mein Gott, bitte nicht. Ja, hallo? Können wir da mal hier rauslaufen? Dankeschön. Da wollte ich nicht runterfallen. So. Jetzt haben wir natürlich unsere ganze Munition verbraucht für die Helden hier. Aber dafür haben wir überlebt. Hier ist nichts mehr. Na, ich hoffe zumindest, dass wir jetzt langsam mal aus dieser Hölle hier rauskommen. Ohne Scheiß, Alter. Ich meine, das ist ja nicht normal hier. Oh ja, bitte. Bitte werd noch dunkler. Nee, ich traue mich irgendwie nicht, meinen Scheiß hier anzumachen. Wir haben auch keine Munition mehr, wir haben gar nichts mehr. Ich glaube, ich nehme einfach mal den Explosionsbolzen und stelle mir davon einen her. Hallo? Ich brauche Munition. Munition. Ich traue mich nicht, die Lampe anzumachen. Da mache ich nur auf mich aufmerksam, glaube ich. Oh, hier ist ein Spiegel. Wieder eine wunderschöne Karte. Seit dem Unfall sind fast 6 Monate bla 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 bla. Jetzt gehen wir schon durch Plakate, ist das euer Ernst? Plakate. Okay. Gut. Was? Schon wieder? Das ergibt irgendwie keinen Sinn, dass er immer das Gleiche sagt. Ich verliere den Verstand. Mittlerweile müsstest du doch wissen, dass wir immer hier hinkommen. Aber irgendwie sieht das ziemlich zerstört aus. Wieso sieht das so zerstört aus diesmal? Ja, ich fühle mich viel besser. Wiedervereinigung überschreiben. So. Wirklich was anfangen können wir nicht, deswegen. Aber wir haben ja nicht wirklich viel Schleim, deswegen. Ups, da war gerade ein Standbild in der Aufnahme. Deswegen denke ich, gehen wir gleich mal hier weiter. So. Suchen wir mal weiter nach Munition. Also irgendwo hier muss doch Munition sein. Irgendwas? Hallo? Da ist Munition. Shotgun und Revolver. Guck mal, dann können wir die Revolver gleich einstecken. Oh Mann, warum ist das? Das sieht so echt unangenehm aus hier. Sagen wir es so, es sieht unangenehm aus. So, dann noch den hier nachladen. Aber so vom Ding her ist nichts mehr, ne? Nö. Munition leuchtet ja auch eigentlich immer so ein bisschen. Deswegen bin ich da relativ beruhigt. Kidman? Wo? Toll. Wow. Jetzt haben wir unsere Freunde, aber sehen sie noch nicht. Das ist auch wieder gut. Hier ist eine Tür. Können wir da durch? Oh ja. Hallo. Der Boss ist da. Schleim haben wir hier. Können wir die kaputt machen? Nee. Dieser Kackstuhl, ey. Stuhl. Er hat Stuhl gesagt. Ach, wir müssen da sogar rein, oder? Oder müssen wir hier durchs Fenster raus? Ach, da müssen wir durch. Ah. Hätte ich mir denken können. Was haben wir hier noch so? Nichts. Da ist noch was. Ein Streichhölzer, aber davon haben wir nicht. Brauchen wir nicht so viel eigentlich. So, was ist... Da drüben ist sie. Oh mein Gott, unsere Freunde! Zombie Survival! Okay, wie wollen wir ihr? Ja. Aber nee, oder? Also wehe, das Vieh ist hier jetzt wieder drin. Wehe, diese Viecher sind hier wieder drin. Oh mein Gott. Müssen wir hier, können wir irgendwo drauf? Wie sollen wir denn da rüberkommen, wenn wir hier irgendwo... Oh, na, wir sind tot. Okay, die Viecher sind wieder im Wasser. Das ist gut. Wie machen wir das jetzt am besten? Wie kommen wir am besten darüber? Nicht ins Wasser fallen? Vielleicht? Also auf jeden Fall hier rauf. So. Ach so, wir müssen das Vieh wieder ablenken.
Müssen wir da durch? Ja, müssen wir. Okay, dann würde ich sagen. Zack. Easy going. Oh, oh, oh. Hat keiner gesehen. Würde ich mal so behaupten. Okay, wir müssen einen da reinschießen, dann den zweiten da reinschießen. Und wir müssen, okay, das geht in unregelmäßigen oder in regelmäßigen Abständen hoch. Das Ding. Jetzt piept das gleich wieder. Genau. So. Und jetzt müsste das wieder runtergehen gleich. Und dann puff. Bumm. Okay, gut. Wenn es das nächste Mal piept, würde ich sagen, schwimmen wir einfach darüber, oder? So, fangen wieder an zu piepen. So. Müsste er darüber schwimmen, unser Kollege? Hä, wieso schwimmt er nicht zu den Leichen? Jetzt müsste das Ding noch eigentlich diese Viecher fressen. Hä? Jetzt schwimmt er zu den Dingern. Jetzt frisst er die erste. Ja, jetzt frisst er die... Jetzt müsste er gleich zur zweiten gehen. Komm schon, jetzt. Komm schon. Geh hoch. Ja. Schwimm weiter. Wenn das Viech uns jetzt frisst, na, dann raste ich aus. Komm schon. Auf das Auto. Gut. Das Vieh ist mitgekommen. Sag mal, was ist denn das für ein Vieh? Ohne Scheiß, das sieht richtig eklig komisch aus. Er ist auf jeden Fall mitgekommen, okay. Theoretisch müsste ich jetzt nur noch darüber. Ja, das müssen wir doch theoretisch schaffen. Das dürfte doch kein Problem sein. Gut. So. Da müsste jetzt Munition sein. So. Kippen halt durch. Ja, wow, oder wirklich, das sind zu viele. Das sind immer zu viele. Ich glaube, den snacken wir uns mal so weg. Nicht, dass der uns gleich noch abschießt. Aber dann haben wir eh keine Munition mehr. Theoretisch. Ja, ich werde jetzt ihn mal darauf gehen lassen und dann werde ich auf diese Plattform gehen. So, jetzt. Können wir hier rüber? Wir können da nicht rüber. Können wir hier nicht rüberspringen? Bitte lass mich doch hier rüber. Oh, nein. Fuck, wir müssen wirklich hier durchschwimmen. Och, nö. Gut, dann wird er jetzt dahin gehen. Geht er dahin? Wieso geht er nicht da hinten hin? Vieh, verpiss dich. Ist das Abfuck gerade. Er soll das Vieh da fressen. Das dreckige Miststück. Ja, komm. Geh da hinten hin. Okay, warte, vielleicht wenn wir hier hinten hingehen, dass er dann dahin rennt. Oh, da ist noch Munition. Okay. So, jetzt müsste das hier irgendwo hinschwimmen und... Oder vielleicht kann ich auch einfach so schwimmen und vielleicht schaffen wir es ja auch, aber ich glaube eher nicht. Also hier müsste doch irgendwo noch eine Leiche sein. Guck mal, er schwimmt immer dahin, wo wir sind. Okay, jetzt haben wir keine Munition mehr. Warum habe ich geschossen? Okay, komm, warum versuchen wir es nicht einfach mal? Komm schon. Ja, okay, weil er uns direkt hat. Okay, warte, ich glaube, ich weiß, wie wir das machen. Wir müssen jetzt einfach erstmal darüber gehen. So, da oben holen wir uns die Munition. Ja, er hat uns gesehen, ist mir schon bewusst. Hier holen wir uns die. Am Ende hier war nichts mehr. Ja, halt mal. Aber schön, dass wir uns wiedersehen. So, und jetzt werden wir ihn runterschießen und los. Jetzt er ist bei ihm. Kümmere dich um ihn, kümmere dich ganz gut um ihn. Er wird immer für dich da sein.
Lauf, 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 lauf. Und hoch mit dir. Hoch mit dir, hoch, hoch. So. Den snacken wir uns jetzt weg. Dann lenken wir ihn dadurch ab. Okay, gut. So. Kann er das Ding mal bitte fressen? Ich hoffe, er nimmt uns jetzt nicht von der Plattform hier runter. So, da oben ist noch einer. Zudem, sind das nur Köpfe? Gleich, wenn er piept, schießen wir sie. So, jetzt rügelt euch darum, bitte. Und spring und lauf, 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 lauf. Ich weiß, ihr wollt zu dem Essen. Ich weiß, ihr wollt zu dem Essen. Ihr wollt zu dem Essen. Oh, wir sind durch, wir sind durch, wir sind durch, wir sind da. Yes. Wir haben es geschafft. Auf zu Kidman. Auf zu Kidman. Och nee, jetzt müssen wir hier noch durch die Zombie-Schabracken durch, oder was? Oh, das muss doch echt nicht sein, oder? Oh, was geht denn jetzt ab? Okay, hier ist no turning back. Und eins, zwei, keine Munition mehr, super. Aber ich denke mal, wir kriegen die alle so down, indem wir einfach die Explosivbolzen, wir locken sie alle jetzt hier zu uns. Und dann lassen wir sie hochgehen. So, und das gleiche machen wir jetzt nochmal. Guck mal, das gleiche machen wir. Nochmal, nochmal. Geh hier durch, geh hier durch, geh hier durch, geh hier durch. Renn, renn, renn. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du stirbst auch. Alles piept, alles wird zerstört. So, zwei haben wir noch. Den können wir theoretisch auch. Können wir noch einen herstellen? Du verreckst noch. So. Oh, da haben wir uns halt selbst in die Luft gesprengt. Gut, 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 gut. So, aber dann können wir hier wenigstens noch das mitnehmen. Die Granate hätte wir vielleicht früher mitnehmen sollen. Aber Shotgun-Muni, Revolver-Muni. Doch. Ich glaube, das hier ist safe. Das haben wir gepackt. Wir müssen eigentlich alle Zombies jetzt weg sein. Ja. Oh. Feind! Shame on you! Wenn du nicht gekommen wärst. Ah, ah, Spar dir das für später auf. Es sind bestimmt noch mehr. Ja. Oh. Danke für die Info. Aber immerhin habe ich jetzt jemanden, der mir hilft, Munition zu sparen, ohne Scheiß. Aber ich würde gern das Ding hier mitnehmen. Zack. So, den haben wir auch jetzt. Hier war irgendwo noch was wir einsammeln können. Da, genau. Yo. Gut, bei dir läuft. Ich glaube, den sprengen wir weg, oder? Gut, ja, nein. Geh bitte in die Luft. Bitte stirb, bitte stirb. Spritze wäre gar nicht mal so schlecht. Ah, der lebt noch. Gut. Oh Mann. Wie sollen wir den denn töten? Der stirbt so nicht. Oh doch, jetzt haben wir ihn getroffen. Aber ich würde da lieber gern den Harpunbolzen nehmen. Mann, warum nervt er so? Jetzt müsste er umgekippt sein. Wir haben ihn auf jeden Fall getroffen. Okay, er ist tot. Gute Arbeit, Ma'am. So, hier haben wir noch was. So, jetzt fehlt uns eigentlich nur noch unser dritter Freund, ne? Huh, hä? So, unser dritter Freund, ja. Dann werden wir auf ihn treffen. Ich denke mal, das dauert wohl noch ein bisschen. Wir haben ja gerade sie erst wieder kennengelernt, getroffen. Oh, hier ist noch was. So, was haben wir denn hier? Oh, das sieht alles so unheilvoll aus, ne? Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Ja. Du warst bei der Kirche? Natürlich war ich bei der Kirche. Ich war überall. Ich habe alles gesehen. Ich habe gesehen, was du mit ihm hattest. Ging's ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik? Leslie?
Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Läuft recht hier. Ah, in der Kiste ist bestimmt was drin. Ah, das sieht so normal aus hier alles so. Also von den Tieren her sind alle recht friedlich, aber dann kommt so dieses... Ah, es ist einfach nur ein Albtraum. Ich will das Spiel nicht mehr spielen. Ich bin froh, dass wir hier nicht mehr im Wasser sind. Okay, hier kommen wir durch. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Da kommen wir nicht mehr weiter. Oder Kopfschmerzen? Nein. Oh, hier müsste theoretisch ein Schlüssel sein. Als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jeden. Hä? Hier war doch, hat er mich irgendwie gefragt. Hier müsste doch ein Schlüssel sein. Nee, Kartenfragment, okay. Diese Puppen sind immer irgendwas Spezielles. Boah, das sieht echt scheiße aus hier, ne? Aber ich bin froh, dass wir wenigstens diesen scheiß Part jetzt bewältigt haben und die alte los sind, beziehungsweise wiedergefunden haben. Nicht los sind. Oh, hier ist auch noch was drin. Ich mache mir gleich erstmal Fettes zu essen, wisst ihr das? So richtig fett zu fräsen mache ich mir. Und die Kollegin hilft uns ja wenigstens ein bisschen. Oh, Filmsequenz. Hat sie uns jetzt Oh nein, jetzt sind wir wieder getrennt. Oh shit. Übrigens, es tut mir leid, wenn die Aufnahme hier ab und zu etwas ruckelt. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Warte, wovon redest du? Ja, ich bin auch normal gerade. Ja, super. Naja, egal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir ein Däumchen da. Und ich würde erstmal sagen... Das auf! Leslie, bist du es? Okay. Die Folge wird noch nicht beendet. Leslie, sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Ruvik? Hilfe! Oh, jetzt verpissen sich wieder alle, ohne Scheiß. Okay, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir hier die Folge jetzt. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie eben schon gesagt, nochmal jetzt Däumchen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, lasst mir doch ein Abo da und ich sag einfach mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, schlechte Unterhaltung und Kartoffelsalat. Tschüss.